Vielen Dank, Herr Professor Jakobshagen, für diese wunderbare Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Im Rahmen von einer Ringvorlesung kann man davon ausgehen, es gibt ein paar, die hier sitzen, die sich mit dem Thema jetzt wirklich intensiv auseinandergesetzt haben. Und die Reihe selbst, die Ringvorlesung, ist wunderbar besetzt. Also Gratulation zu dieser Ringvorlesung. Da sind wirklich herausragende Denker und künstlerische Forscher auch dabei, die ich natürlich auch gut kenne. Und es ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht in Köln lebe, sonst hätte ich mir das auch angehört. Also wunderbar, das quasi wöchentlich so zur Diskussion gestellt zu bekommen. Ja, also auch das Thema ist sehr schön gewählt. Musik, die Wissenschaft. Ja, wie? Wie schafft denn Musik Wissen? Und was ist das für ein Wissen? Ist das ein implizites Wissen, wie manche sagen? Ist das ein explizites, verbalisierbares Wissen? Also für mich, und das möchte ich vielleicht zu Anfang sagen, ich hoffe, das kommt quasi rüber heute, ist es eine Kombination aus zwei Dingen, die wir vielleicht zu wenig beim Namen nennen. Das eine ist, es geht tatsächlich um ein Verstehen. Im Englischen sagt man oft Knowledge, ja, als wäre das irgendein sagen wir mal, ein historisches Wissen, was dabei rauskommt. Das kann es natürlich sein, ja? Aber das Verstehen von etwas ist etwas, was wir künstlerisch durch einen Prozess erreichen können. Etwas besser zu verstehen, nicht einfach nur es besser zu wissen. Und das künstlerische Wissen selbst ruht ja auch auf etwas, was mit dem schönen, guten Wort Können bezeichnet. Also es geht tatsächlich um zwei Aspekte des Wissens, nämlich das Können, und das kann man jetzt implizites Wissen nennen, ja, aber beim guten Namen nennen wir es einfach, was es ist, und das Verstehen. Ja. Und diese beiden Dimensionen des Wissens, die können wir mit der künstlerischen Forschung adressieren. Ich beginne aber erstmal mit einem Musikbeispiel. Wir spielen heute Abend, trotzdem, das kommt jetzt von uns, für diejenigen, die es eilig haben nach dem Vortrag. Das ist jetzt ein 6-minütiges Beispiel, einfach zum Einstimmen. Thank you.
Das war aus einer Improvisation, die im Rahmen unserer Erstbegegnung stattgefunden hat. Das heißt, Simon und ich haben 2016 das erste Mal zusammen gespielt. Und das ist, glaube ich, am dritten Tag des Aufenthalts von Simon in Graz beim Forschungsprojekt gewesen. Zur Einstimmung auf das Thema Empathie zwei Zitate. Dieses auf Englisch. It is precisely this mutual tuning in relationship by which I, the I, and the thou are experienced by both participants as a we in vivid presence. This pre-communicative social relationship comes to the foreground in dancing together, making love together, or making music together. Das ist ein sehr bekanntes Zitat von Alfred Schütz. Making Music Together, A Study in Social Relationship, ein Aufsatz aus dem Jahr 1951. Noch ein zweites Zitat. Ein intimes Duo zwischen zwei Geigen oder zwischen einer Geige und einem Klavier versinnbildlicht das, worauf es in der romantischen Liebe ankommt, weitaus besser als die Verschmelzung zweier Halbmarken zu einer Kugel oder die heilige Mutter Maria mit ihrem Jesuskind. Das ist von Angelika Krebs, Zwischen Ich und Du, eine dialogische Philosophie der Liebe. 2015 in Suhkamp erschienen, Buch aus der Philosophie des Geistes oder der Emotionen. Sowohl der Soziologe Alfred Schütz als auch die Philosophin Angelika Krebs trauen der reifen musikalischen Beziehung damit sehr viel zu. Alfred Schütz macht die von ihm vorkommunikativ genannte Beziehung zwischen Komponistin, Spielerin und Hörerin zur Grundlage seines gesamten phänomenologischen, soziologischen Ansatzes. Das gängige, sprachbasierte Kommunikationsmodell 1951 in Frage stellte und verbesserte. Seine Idee eines Tuning in, einer Einstimmung aufeinander, die in einer lebendigen Begegnung aus dem Ich und dem Du der jeweiligen Gegenüber ein Miteinander, von ihm Wir genannt, macht, aus dem heraus die Möglichkeit der Kommunikation in Form einer zeitlichen Verbindung der Bewusstseine überhaupt erst entstünde, gewinnt er aus der Betrachtung der musikalischen Beziehung. Insbesondere derjenigen zwischen zwei oder mehreren Spielern. Körperlich vergleicht er dabei das vorliegende Miteinander im Musizieren mit dem gemeinsamen Tanzen oder der sinnlichen Liebe. Angelika Krebs geht noch einen entscheidenden Schritt weiter, indem sie die besondere zwischenmenschliche Qualität, die ein musikalisches Duo erreichen kann, als treffendes Sinnbild ihres avancierten Verständnisses von Liebe nimmt, als Sinnbild nicht nur der sinnlichen Liebe, sondern der romantischen Liebe schlechthin, die nämlich in einem musikalischen Sinne dialogisch sei. Auch Angelika Krebs denkt sich die Dialogizität als fundiert in einer Gesamtperson, die zwar die individuelle Autonomie des jeweiligen Ich und Du darin erhält, darüber hinaus jedoch eine gemeinsame Subjektivität, eben das Wir, bildet. Diese zwei Aussagen beziehen sich konkret auf eine besondere, profunde Qualität des musikalischen Miteinanders, vorausgesetzt, sie wird erreicht. Das darin innewohnende menschliche und ethische Potenzial beruht auf einer
vielleicht sogar existenziell wichtigen zwischenmenschlichen Fähigkeit, ist so offensichtlich wie rätselhaft. Der Frage nach dem musikalischen Miteinander, die ich in meinem heutigen Vortrag entfalte, widmen sich meine gegenwärtigen Forschungen. Wenn ich von einer besonderen Qualität des musikalischen Miteinanders sprach, die nicht immer erreicht wird, meine ich die des gemeinsamen Ausdrucks. Das bedeutet nicht, dass dieser Ausdruck nicht konfliktreich wäre. Ein gemeinsamer Ausdruck kann auch spannungsgeladen sein, wenn darin Gegensätzliches gegenübergestellt oder miteinander in Verbindung gebracht wird. Mit gemeinsamem Ausdruck meine ich genauer die Integration der individuellen Stimmen zu einer gemeinsamen, eigenen, die jedoch die einzelnen Stimmen nicht verschwinden lässt. Mit Stimme meine ich die Anwesenheit der individuellen Lebensäußerung jeder teilnehmenden Musikerin in jedem Moment des Gespielten. Allerdings hat auch das Stück oder Werk natürlich eine Stimme, auf die ich noch zu sprechen komme. Eine Handlung kann in unterschiedlichem Maß gemeinsam sein, beziehungsweise die Gemeinsamkeit kann sich auf unterschiedliche Phänomene erstrecken. Gemeinsam mit jemandem an der Bushaltestelle zu stehen, ist ein Minimalfall, der sich auf ein numerisches Zusammen und eine zufällig gleichzeitig nebeneinander stattfindende Entscheidung beschränkt. Nun hier zu warten, um gleich einzusteigen. Ein gemeinsamer Spaziergang oder eine gemeinsame Bergtour kann trotz des gleichen Weges ein vollkommen getrenntes Nachgehen eigener Gedanken und Gefühle bedeuten. Im selben Konzert nebeneinander zu sitzen, heißt noch lange nicht, dass man dasselbe hört. Die Beispiele zeigen, dass es die Dichte und Lebendigkeit der Verbindung zwischen den gemeinsamen Handelnden sind, die das Maß und die Qualität des Miteinander ausmachen. Oberflächlich wahrgenommenes Miteinanderhandeln trügt oft in dem vermuteten Maß an Gemeinsamkeit. Ein Hinterfragen der wirklich vorhandenen Qualität des Miteinanders zeigt oft, dass in der konkreten musikalischen Situation, selbst bei synchronem Spiel, keine durchgehend gemeinsame Interpretation und selbst bei gemeinsamer Interpretation kein gemeinsamer Ausdruck bzw. keine gemeinsame Stimme gegeben ist. Was nun spielt in diese Qualitäten und die erreichte Tiefe des musikalischen Miteinander hinein, was macht sie aus? Ich werde im Folgenden argumentieren, dass musikalisches Miteinander über die von Schütz bemerkte Gleichzeitigkeit hinausgeht, hinaus aber auch über das schlichte gemeinsame Handeln. Meine These ist, dass es in seiner anspruchsvollsten Form ein nuanciertes Miteinanderfühlen beinhaltet, das ich genauer spezifizieren werde und das eine Variante dessen ist, was Angelika Krebs als Miteinanderfühlen beschreibt. Zuhörerinnen bemerken, ja, spüren das Fehlen jener Qualität umgehend, das werden Sie alle kennen, und eigenartig unmittelbar. Etwas stimmt nicht, die Chemie stimmt nicht, die spielen miteinander und doch allein. Benannt wird die Qualität in der musikpsychologischen Literatur als ein Einklinken, they click with each other, in eine spezielle Verbundenheit. Diese meint, wie ich erkannt habe und begründen werde, die Ebene bzw. den kontinuierlich hergestellten, fragilen Zustand des zusammenhängenden Miteinanderfühlens. Es sei zugleich gesagt, dass sich das Miteinanderfühlen nicht als das restlose Verschmelzen zweier Bewusstseine oder als vollkommene Auflösung des Selbst verstehe und dass die Vorstellung eines Rückfalls in eine subpersonelle Einheit weder nötig noch phänomenologisch gegeben ist, womit sich die ideologischen Bezüge zu Ontologien der Einheit oder gar aller Alleinheit, die Matthew Ryan in diversen Diskursen zwischen Musikern und über Musik aufspürt, als nicht nötig oder gar plausibel erweisen. Dazu werde ich zunächst erläutern, warum ich künstlerisch forschend vorgehe und kurz mein spezielles Forschungsverständnis vorstellen. Dann bespreche ich die zentralen Begriffe und dahinterstehenden Konzepte, die bei meiner Argumentation eine Rolle spielen. Schließlich gebe ich Beispiele aus meiner Forschungspraxis, die Teil der Evidenz
der Schlüssigkeit meines Gedankenganges bilden und zu einem Modell des musikalischen Miteinanderfühlens führen. Abschließend reflektiere ich das Getane und Gesagte und bringe die Ergebnisse, deren Bedeutung über die musikalische Praxis hinausreicht, auf den Punkt. Das eng zusammenhängende gemeinsame Musizieren ist einerseits schlicht ein musikpraktisches Problem. Was kann ich tun, um eine tiefsinnige musikalische Begegnung zustande zu bringen? Hindernisse, dieses zusammen zu erreichen, gibt es zuhauf und sie können, je nach Musikrichtung, fundamental sein. Zum Beispiel steht in der elektroakustischen Musik schon der Kontrast zwischen akustischem Instrumentalklang und Lautsprecherklang im Weg einer klanglichen Verbindung, der sich leicht trennenden, selten mehr als hybriden Schichten. Auch der Unterschied zwischen einem per Controller bzw. Interface gespielten und Mapping abhängigen Instrument und einem mit direkter Klangerzeugung markiert eine zu überbrückende ästhetische Distanz zwischen den Spielern. Noch viel deutlicher steht zwischen Musik und Tanz die substanzielle Differenz der Medien. Aber auch im Spiel zwischen zwei rein akustischen Musikern drängt die individuelle Identität der Instrumente das zusammen auseinander. Ein sich gegenseitiges Vervollständigen bloß auf der klanglichen Ebene ist also schon eine große Herausforderung an die technische und vor allem ästhetische Fertigkeit. Kleiner Teil des viel größeren Problems des zu findenden Ortes des feingliedrigen zwischenmenschlichen Dialogs. Andererseits haben wir es aber auch mit einem Verständnisproblem zu tun. Wenn man sich fragt, wie anspruchsvoller gemeinsamer Ausdruck zustande kommt, gilt es zu erfassen, was damit denn genau gefragt ist. In meine Überlegungen dazu gehen diverse Themen und Problembereiche der Musikästhetik, Hörmodelle, das Phänomen der Instrumentalität, die Personas-Theorie des Hörens von Expressivität, die Frage nach dem, was Ausdruck ist, aber auch Erkenntnisse der Phänomenologie zum Wahrnehmen des anderen Menschen und zur Selbstwahrnehmung, der Joint Action Theory und der Emotionsphilosophie ein. Ohne eine solche vertiefte Auseinandersetzung mit bestehenden Diskursen ist es nicht unwahrscheinlich, dass man beispielsweise bei einem klischeehaften und zweifelhaften Verständnis von Ausdruck als Kommunikation der Gefühle des Komponisten beim Komponieren über den Interpreten hin zum Hörer stehen bleibt. Ja, das ist aber der absolute Minimalfall. Da wird ein absoluter Ausnahmefall, wird da zum gesamten Modell hochgejubelt. Wie das zuletzt beispielsweise einen der Beitragen des von Elaine King und Caroline Waddington 2017 vergangenes Jahr herausgegebenen Bandes Music and Empathy unterläuft. Also Musikpsychologen nehmen das sozusagen als Grundlage ihrer Untersuchungen, haben aber ein völlig eingeschränktes Verständnis des Konzepts. Man muss sich mit den Konzepten auseinandersetzen. Im Verbund von Praxis und Reflexion, das heißt in einer Forschung, die auch und vor allem durch das künstlerische Medium verläuft, und mit dem zu untersuchenden und besser zu verstehenden Phänomenen und Fähigkeiten selbst explorativ umgeht, lässt sich eine Erkenntnissuche betreiben, deren zwei Aspekte, künstlerische Praxis und wissenschaftliche Reflexion, sich dialektisch durchdringen. Wir bleiben also nicht bei der künstlerischen Praxis stehen. Die künstlerische Forschung wird sehr oft verwechselt mit der künstlerischen Praxis. Sich dialektisch durchdringen und in einer gegenseitigen Dynamik gegenseitig heben. Dies ist im Kern mein Forschungsansatz, der eine Variante des Grazer Modells künstlerischer Forschung ist, das an der dortigen künstlerisch-wissenschaftlichen Doktoratsschule, die Ulf Bestein und Wolfgang Hattinger 2009 gegründet haben, mitentwickelt wurde und weiter so praktiziert wird. Und da können Sie mich gleich gerne ausführlicher zu befragen. Mein Forschungsprojekt, in dessen Rahmen die heute besprochene Arbeit stattfindet, wird vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen seiner PEG-Förderschiene für künstlerische Forschung finanziert. Auch dazu kann ich gleich mehr sagen. Vorläufig sei festgehalten, dass das Projekt konkret mittels freier Improvisation
in enger Kombination mit Filmdokumentation und analytischen Diskussionen inklusive konzeptueller Reflexion vorgeht und pluralistisch aufgesetzt ist. Das heißt, meine insgesamt 20 Duo- und Trio-Forschungspartnerinnen und Partner kommen aus unterschiedlichen Praktiken, Kulturen und Generationen. Dazu vielleicht, mal gucken, ob ich es hier irgendwo habe. Ja. So. Das ist jetzt auf Englisch. Ich will einfach nur ein paar bisschen was Anschauliches zeigen. Das sind jetzt einfach Bilder. Ich möchte Ihnen einfach einen Eindruck davon vermitteln, dass ich nicht einfach mit Simon Rose jahrelang zusammenspiele und wir haben uns diese Sachen erarbeitet, sondern das sind immer relativ kurze Begegnungen, die zwischen mal ist jemand nur einen Tag da, mal drei Tage, vielleicht mal eine Woche, das ist also eher die Ausnahme. Ich arbeite mit verschiedensten Leuten. Also links oben ist das Stefan Östersjö und Thuy Tan. Rechts an der Hurdy Girl, an der Drehleier, ist die Stevie Wishart. Links unten Katharina Hauke aus Berlin von der UdK mit ihrem selbstgebauten, einzigartigen Instrument, dem Mikrocontrolleur, den gibt es nur einmal. Dann rechts unten Bennett Hogg an dem Laptop und Sabine Vogel an der Flöte. Und was man da sieht, da hängt eine Geige oben herunter. Wir arbeiten da mit Kontaktmikrofonen und mit Vibrationslautsprechern, die auch teilweise in den Instrumenten angebracht sind, und spielen gewissermaßen eine Installation, die uns dann irgendwann überrascht hat mit dem, dass sie von selbst angefangen hat zu spielen. Durch die Rekursionen, die da irgendwie stattfinden, die wir aber nicht, wie soll man sagen, geplant haben. Das hat uns komplett, ich habe angefangen, das sogar in den Tasten zu spüren, die Vibrationen, die diese eigene Stimme da angefangen hat, zu erzeugen. Gut, also das sind jetzt nur vier Beispiele. Das ist mal die gesamte Liste, beziehungsweise sind inzwischen noch ein paar Leute dazugekommen. Das sieht man einfach nur. Es sind quasi die unterschiedlichsten Instrumente dabei und auch ein paar sehr eigene Praktiken. Zum Beispiel die Bonsai Sound Sculpture, BOSS, von Paul Stapleton, der das am SAG in Belfast entwickelt hat. Da kommt auch gleich ein kurzes Beispiel. Und dann, es sind elektronische Praktiken dabei, elektroakustische Praktiken. Ich habe mit Komponisten gearbeitet. Ich habe auch mit Tänzern gearbeitet, also es sind wirklich, wie soll man sagen, hunderte von Sessions mit diesen Leuten entstanden, die auch alle dokumentiert sind, die auch alle am Ende des Projekts online gestellt werden. Wir machen ein Archiv, also das ist alles sehr detailliert dokumentiert und da sind Leute dabei aus dem gesamten Spektrum der Musikpraktiken und auch der, ich sage jetzt mal, der Professionalisierung. Ja, es sind also tatsächlich auch Amateure dabei bis hin zu internationalen Größen. Und ja, also da will ich jetzt gar nicht hineingehen, das wird jetzt wirklich, da können wir vielleicht nachher drüber sprechen, aber das ist eine Analyse, eine Strukturanalyse von einer Improvisation, von einer Trio-Improvisation, die auch quasi am zweiten Tag der Begegnung mit Stefan Östersjö und Thuy Tan stattgefunden hat, wo wir diese gemeinsamen Strukturen erzeugt gefunden haben. Aus einer freien Improvisation heraus. Gut, also das soll hier jetzt mal genügen. Warum Improvisation? Man könnte es für naheliegend halten, Untersuchungen zur musikalischen Empathie anhand von klassischen Ensemblestücken und Praktiken durchzuführen. Offensichtlich ist bei einer Interpretation beispielsweise eines späten Beethoven-Streichquartetts ein Höchstmaß an Miteinander, an Dialog erforderlich. Doch sind entscheidende Strukturen, die das Miteinander bedingen, hier kompositorisch vorgegeben, das heißt bereits im Kern angelegt. Man hat es also mit zwei Gemeinsamkeitsstrukturen, der komponierten und der im Ensemble realisierten.
zu tun. Diese sind kaum voneinander zu trennen. In der Improvisation indes, insbesondere der freien Improvisation, fallen Komposition und Performance zusammen. Die Form ist unmittelbarer Ausdruck der erreichten oder nicht erreichten Gemeinsamkeit. Eine Analyse zeigt direkt die dialogische Qualität des gerade zwischen den Musikern entstandenen. Ich stehe allerdings unmittelbar davor, meine gewonnenen Einsichten zu nutzen und meine Forschung nun auf das Zusammenspiel in klassischer Kammermusik auszuweiten. Jetzt ein paar kurze Beispiele aus dem Projekt. Das ist jetzt ein Video, was vielleicht audiomäßig ein bisschen zu leise rüberkommt. Entschuldigung, dass ich da dann drüber spreche, ist einfach ein quasi ein Querschnitt. Forschungsprojekt emotionale Improvisation gehe ich einer musikalischen Höchstschwierigkeit nach, dem gemeinsamen Ausdruck. Die Idee des Forschungsprojekts ist es, dass die gemeinsame Ausdrucksfindung in gemeinsamen ästhetischen Entscheidungen evident und analysierbar wird.
stilistische Grenzen und Ländergrenzen und Geschlechtergrenzen in der ersten Vor wenigen Jahrzehnten begannen sich Philosophen im englischsprachigen Raum verstärkt mit der Frage zu beschäftigen, wie es zur Wahrnehmung und zum Empfinden von musikalischer Expressivität kommt. Zwei der wichtigsten Theorien dazu entwickelten Roger Scruton und Gerald Levinson. Beide erwähnen Empathie und Sympathie als zentrale Fähigkeiten für das Erleben musikalischen Ausdrucks. Scruton versteht die Wahrnehmung musikalischen Ausdrucks wie folgt. At a certain point, the listener has the experience of a first-person perspective on a life that is no one's. This recognition of expression is simply a continuation of the imaginative activity that is involved in understanding music. The activity of hearing sounds as figurative life so that you are the music while the music lasts. Die Übernahme der Perspektive eines anderen Lebens, auch wenn dieses andere Leben niemandes Leben, sondern fiktives Leben sei, führe zum Erkennen und Erleben der Expressivität. Dieses Erleben sei, wie er auf einigen Seiten ausführt, unmittelbar, weil sich der Perspektivenwechsel aus einem Erfahrungswissen speise. Er nennt dies Wissen, Knowledge, what it is like. Es fehlt noch in der Liste der verschiedenen Knowledges. Knowledge, what it is like. Ein Wissen dessen, wie es sich anfühlt bzw. ist. Den Vorgang, der dieses Wissen in die musikalische Wahrnehmung einbringt, nennt Scruton Sympathy und im Speziellen Einfühlung. War das Zitat, if you are afraid of a danger and I, observing your fear, come to share in it while not being afraid for myself, then my fear is sympathetic feeling. The special case where the response coincides with the emotion responded to is sometimes called empathy, translating the German Einfühlung. Scruton spricht in dem Abschnitt, wo er den Perspektivenwechsel beschreibt, ausführlich und explizit, eben von Einfühlung. Jaron Levinson beschreibt in seinem Essay Musical Expressiveness von 1996 drei Wege, durch die eine expressive Passage im Hörer Affekt erzeugen könne. Bei einem jener Wege antwortet die Hörerin nicht rein kognitiv, sondern emotional auf die expressiven Gesten einer imaginären Persona, mittels, wie Levinson schreibt, Empathie, Sympathie oder Antipathie.
neben einer steigenden Anzahl von Aufsätzen zum Zusammenhang zwischen Musik und Empathie, inklusive meiner eigenen, erschien im vergangenen Jahr der erste Sammelband zum Thema Music and Empathy, herausgegeben von Elaine King und Caroline Worthington. Die prinzipielle Relevanz jener Begriffe für die Analyse musikalischer Expressivität, Erfahrung und Interaktion scheint offensichtlich. Ihr Gebrauch indes ist in vielen der erschienenen Texte uneinheitlich, widersprüchlich und zu selten wirklich erläutert, zu selten explizit gemacht. Und das ist natürlich beim Begriff der künstlerischen Forschung auch oft so. Wann ist es korrekt, von Empathie, Sympathie oder verwandten Konzepten wie Ansteckung, Mitgefühl und Mitleid zu reden? Und wann ist ihr Gebrauch der musikalischen Erfahrung wirklich angemessen? Kurz ein Überblick über die verschlungenen Begriffsverwendungen, bevor ich dann weiter zur Musik was sage. Ein klassischer Text hierzu ist Max Scheler's Wesen und Formen der Sympathie von 1913. Ich gehe einfach ein bisschen in die Tiefe zu diesen Konzepten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Überarbeitet in einer zweiten Auflage 1923 erschienen. Scheler unterscheidet darin vier Formen der Sympathie und einige weitere Kategorien zwischenmenschlicher Erfahrung voneinander. Scheler verwendet den Begriff des Nachfühlens anstelle des von Theodor Lips in seiner Grundlegung der Ästhetik von 1903 verwendeten Begriffs der Einfühlung. Für das Gewahrwerden der Gefühle anderer. Wohl weil Scheler Lips Vorstellung der Einfühlung als Nachahmung des fremden Gefühls für falsch hält. Bei Scheler wird das nachgefühlte Gefühl nicht vom Nachfühlenden übernommen. Jetzt zitiere ich Scheler. Es ist wohl ein Fühlen des fremden Gefühls, kein bloßes Wissen um es oder nur ein Urteil, der andere habe das Gefühl. Gleichwohl ist es kein Erleben des wirklichen Gefühls als eines Zustandes. Wir erfassen im Nachfühlen fühlend noch die Qualität des fremden Gefühls, ohne dass es in uns herüberwandert oder ein gleiches reales Gefühl in uns erzeugt wird. Sämtliche übernommenen Gefühle fallen für Scheler in die Kategorie der Sympathie, also die übernommenen, in die Kategorie der Sympathie, die auf Nachfühlen aufbaue und von denen es vier gibt. Das Miteinanderfühlen, das Mitgefühl an etwas, die Gefühlsansteckung und das Einsfühlen. Wichtig hier ist Schelers deutliche Unterscheidung zwischen Nachfühlen und Gefühlsansteckung. Stephen Davies spricht zum Beispiel im Fall des emotionalen Hörens von Musik von Ansteckung. Nachfühlen erfasse die Qualität des Gefühls eines anderen Menschen, während Gefühlsansteckung ein unfreiwilliges Geraten in ein fremdes Gefühl sei, ohne sich des Gefühls noch des Ursprungs unbedingt bewusst zu werden. Im Mitgefühl nun wird Scheler folgend das Gefühl der anderen gegenständlich, sodass wir im Mitleid nicht deren Leid empfinden, sondern bedauern über deren Leid. Bedauern oder Leid über Leid. Im aktuellen akademischen Sprachgebrauch sieht es nun anders aus. Oft werden sowohl Ansteckung als auch Nachfühlen als zwei Formen der Einfühlung angesehen, behandelt und gleichermaßen Empathie genannt. Ebenso oft wird unter Einfühlung ein Nachfühlen mit anschließender Gefühlsübernahme verstanden. Scruton und Levinson zum Beispiel scheinen beide dies zu meinen, wenn sie das Wort Empathy benutzen. Ob dabei ein Perspektivenwechsel stattfindet, das heißt der Fühlende das Gefühl nicht als eigenes empfindet oder es umgekehrt doch als eigenes erlebt, verbleibt oft unausgesprochen. Die Komplexität der Erfahrungsstrukturen dieser Begriffsfamilie ist so groß und verwirrend, dass es selten zu einem klaren Gebrauch kommt. Ein Verwechseln von dem Prozess der Empathie mit dem Gefühl der Sympathie, zum Beispiel, wie dies inzwischen häufig anzutreffend ist, wenn ein mitfühlender, altruistischer Mensch empathisch genannt wird und eine Online-Suche in der Corbis-Bildsammlung nach Empathy durchweg Fotos händereichender, fürsorgender, verständnisvoll und mild dreinblickender Menschen herbefördert.
Aber wenn, also wenn man das verwechselt, dann kann ein ganzes pädagogisches oder Forschungsprogramm sich daran falsch ausrichten. Das soll man also nicht unterschätzen. Denn ein empathischer Mensch kann, muss aber nicht wohlwollend sein. Er ist schlicht fähig, zum Gefühlszustand des anderen zu gelangen und könnte das gewahr gewordene Leid auch kalt ignorieren oder grausam genießen, statt es betroffen zu bedauern und sich anteilnehmend um Abhilfe zu bemühen. Felicity Lawrence gelangt in ihrem Anfangskapitel in diesem besagten Music and Empathy Buch, das dezidiert der Begriffsklärung gewidmet ist, zwar zu dem Schluss, dass drei divergierende Elemente in der gegenwärtigen Begriffsverwendung obskur durchmischt werden, ihre eigene Definition ist jedoch sehr inklusiv, indem sie Empathie mit Sympathie vermengt. Aufgrund der begrifflichen und konzeptuellen Vielfalt ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, was denn die Erfahrung eigentlich ist, die man versucht zu benennen. Die Erfahrung aber macht man in der künstlerischen Situation. Und in der praktischen musikalischen Situation fällt sofort auf, was sonst übersehen wird. Nämlich, dass es wichtig, sogar essentiell ist, zu sehen, dass nicht nur ein einziger empathischer Prozess im Gange ist, wenn zwei miteinander spielen. Das, was hörbar wird, wird im Falle eines Duos von beiden Spielern, im Falle eines Trios von allen drei Spielerinnen, empathisch als musikalisches Geschehen erfahren und wiederum daraus heraus weiterentwickelt. Und hierdurch ergibt sich, dass wir in der gerade entstehenden und bestehenden Musik auch die andere oder den anderen hören. Die individuelle Stimme der oder des Mitspielenden im Gesamtgeschehen. Inwiefern man die wahrgenommenen Zustände der anderen dann zu den eigenen macht, ist damit noch nicht gesagt. Und als Akt nicht notwendig. Das gegenseitige Wahrnehmen, im Prinzip sprechen wir jetzt eigentlich nur über das Hören, das gegenseitige Wahrnehmen an sich und Bezugnahme darauf ist bereits die Leistung, die Grundvoraussetzung ist, für den im tieferen, gleichberechtigteren Sinne gemeinsam schaffenden Prozess. Denn ginge dieses kontinuierliche empathische Hören nur von einer Person aus, entstünde eine Asymmetrie, die den Unterschied zwischen einfühlsamer Begleitung und gleichwertigem Miteinanderspiel ausmacht. Während vorhandene musikpsychologische Betrachtungen von Ensemblespiel oft nur das asymmetrische Verhältnis zu kennen scheinen, und meist sogleich zu Erwägungen über Leadership übergehen, um von dort aus ein Miteinanderspiel, beispielsweise im Quartett, als kontinuierlichen Führungswechsel zu verstehen, will ich hier den Fall tatsächlicher Symmetrie herausstellen und herausarbeiten. Dafür ist es wichtig, dass ich nicht nur höre, wie sich die oder der andere zeigt, das heißt, sie oder ihn in ihren Entscheidungen spüre, sondern auch gleichzeitig selbst imstande bin, mich musikalisch zu zeigen, indem ich nicht floskelhaft oder automatisch spiele, sondern mit dem, wie ich auf das sich Entfaltende eingehe, offenlege, das und wie es mich betrifft. Diesem stehen formelhaftes und automatisches Spiel im Weg, wenngleich sie das Sich-Zeigen natürlich nicht ganz verunmöglichen, sondern bloß verengen. Da weniger individuelle als gewohnheits- bzw. partiell fremdbestimmte Entscheidungen hervortreten. Wenn sich nun neben den individuellen Entscheidungen der einzelnen Spieler gemeinsame Entscheidungen bilden, werden diese als solche akustisch evident. Anhand von Aufnahmen lassen sich als Fallbeispiel aus der jetzt anfangs gehörten Improvisation von Simon und mir folgende Phänomene als auf gemeinsamen Entscheidungen basierend feststellen. Erstens, spontane, und ich gehe davon aus, dass wir das alle gehört haben, spontane atmosphärische Wechsel. Zweitens, sich zwischen uns fortsetzende Klanggesten, Klangfarben, Melodien, Texturen. Drittens, Unisono-Momente und unisonoartige klangfarbliche Verbindungen, teilweise Oktaven dazwischen. Das ist also wirklich jedes Mal eine Überraschung, wenn man
auf einmal denselben Ton spielt. Das ist also nicht geplant. Ja? Und wie das geschieht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Viertens, zeitliche Korrespondenzen von Klangereignissen, Klangkomplexdauern und Stille. Fünftens, Gewichtsverschiebungen im Sinne der Dynamik oder Aktivitätsverteilung ohne Solo-Etablierung. Dazu sage ich immer, das ist eine Form der Kontaktimprovisation. Sie werden vielleicht aus dem Tanz die Kontaktimprovisation alle kennen. Das ist im Prinzip ein immer in Kontakt bleiben von mehreren Tanzpartnern. Und was man nicht sieht, man sieht immer, dass sie in Kontakt bleiben. Was man nicht sieht, ist, dass es eine Gewichtsverlagerung zwischen den beiden stattfindet. Und das ist im Prinzip eine Metapher dafür, was da musikalisch vor sich geht. Formschaffende Materialrückkehr, also quasi aus der gemeinsamen Erinnerung heraus. Siebtens, gemeinsames, spontanes Beschränken auf Materialvarianten. Und achtens, eine gemeinsame, implizite Tonalität in diesem Fall. Ja, wir spielen ja keine tonale Musik in dem Sinne, aber es gibt eine implizite Tonalität. Die aufgelisteten Punkte beziehen sich auf musikalische Ereignisse in allen Größenordnungen musikalischen Zusammenhangs. Von der Trennung oder Verbindung zweier momentaner Klangfarben am einen Ende der Komplexitätsskala über Figuren, Gesten, Texturen bis hin zu Materialentwicklungen und Formbildung. Und dieses Diagramm, was ich kurz eben gezeigt habe, mit dem Trio von Stefan Oestische, Tultan und mir, das zeigt einfach, dass auf der obersten Formebene auch gemeinsame Entscheidungen gefällt werden. Spontan. Wenn wir nicht auch mal komplett daneben spielen würden, würden wir selber nicht glauben, dass das jetzt improvisiert ist. Gemeinsam geschaffen wurden also sowohl Klangqualitäten als auch Strukturqualitäten. Das heißt, die Reziprozität zwischen uns oder die Responsivität betraf und betrifft nicht allein irgendeine schnelle, direkt imitierende Reaktion, das ist so das klischeehafte Verständnis von Dialog, schnelle, direkt imitierende Reaktion auf isolierte Ereignisse, sondern ist ein dichtes, gemeinsames Komponieren. Weil wir nun beim gemeinsamen Spiel die Musik nicht nur abstrakt zur Kenntnis nehmen, sondern die psychologische Präsenz des anderen, inklusive unserer eigenen, darin empathisch wahrnehmen, ohne dass es notwendigerweise zu unserem eigenen Gefühl wird, loten wir gemeinsam unvorhergesehene Gefühlsgegenden aus. Wir beeinflussen die Entwicklung und lassen uns von ihr beeinflussen. Bei einer bestimmten Kohärenz und Integration des Geschehenen entsteht ein gemeinsames Erlebnis. Eine gemeinsame Stimme, eine gemeinsame Expression, ein gemeinsames Wir. Bezeichnend für dieses Erlebnis in der improvisatorischen Begegnung sind, als Aspekte des Wir-Gefühls, der Eindruck des tiefen gegenseitigen musikalischen Verständnisses. Der Eindruck, gemeinsam eine intime Erfahrung gemacht zu haben. Und das sind Dinge, die ich da jetzt aufzähle, die ich quasi mit allen 20 Personen, wir haben das ja auch diskutiert und analysiert. Eine intime Erfahrung zusammen gemacht zu haben, der Eindruck, etwas zutiefst Persönliches über die andere oder den anderen und sich selbst erfahren zu haben und der Eindruck, sein musikalisches Selbst verlassen und eine neue, bisher unbekannte, gemeinsame Stimme gefunden zu haben, gemeinsamen Ausdruck gefunden zu haben. Die musikalisch evidenten gemeinsamen Entscheidungen sind auf einer Ebene gemeinsames Handeln. Doch was macht ein Miteinanderfühlen hinter dem musikalisch evidenten Miteinanderhandeln denn plausibel? Könnte sich nicht in einer Improvisation ein Wir-Gefühl herstellen, wie zum Beispiel beim gemeinsamen Bergsteigen, ohne dass die involvierten Personen zwingend etwas miteinander fühlen? Indem sie etwa beide ihren individuellen Gefühlen nachgehen, während sie sich dennoch als kletternde Gemeinschaft oder spielende Gemeinschaft verbunden fühlen. Angelika Krebs zeigt, sehr elegant, eigentlich brillant, dass Miteinanderfühlen und Miteinanderhandeln die gleiche Struktur von Gemeinsamkeit haben. In ihrer zentralen Analyse des Miteinanderfühlens identifiziert Krebs 5 notwendige Elemente geteilten Fühlens.
Zwei oder mehrere Personen teilen sich ein seelisches Gefühl, wenn sie, erstens, ich zitiere jetzt Angelika Krebs, von einer Situation in ähnlicher Weise emotional betroffen sind. Zweitens, auch die emotionale Betroffenheit der anderen erkennen. Drittens, eine gemeinsame Beurteilung der Situation vornehmen. Man kann auch immer jetzt an das musikalische Erleben dahinter denken. Viertens, aus dem Gefühl heraus gemeinsam handeln. Fünftens, die verschiedenen Gefühlskomponenten zu einem gemeinsamen Gefühlsnarrativ zusammenbinden. In der gemeinsamen Spontanimprovisation ist das doppelte Zugewandtbleiben durch die Aufmerksamkeit auf der gemeinsam geschaffenen Struktur, die immer von Zerfall und Fragmentbildung bedroht ist, Arbeit am gemeinsamen Gefühl. Im Narrativ der gemeinsamen musikalischen Persona kommen narrativbezogene Gefühle mit ins Spiel, die nicht bloß eine territoriale Verhandlung der individuellen Aktivitäten im selben Klangraum betreffen. Da könnte man ja auch meinen, ne? Der eine ist in dem einen Teil des Klangspektrums, der andere ist da in der Textur und man teilt sich das schön auf, und wenn der eine aber dem anderen in die Quere kommt, dann kommen irgendwelche Gefühle auf. Ja? Da ist also sehr viele Improvisation beruht auf diesem Prinzip. Das ist dann aber nicht dialogisch. Also nicht nur diese Aktivitäten im selben Klangraum territorial betreffen, sondern aus den gemeinsam erlebten und geschaffenen musikalischen Qualitäten entstehen. Insofern ist die Einfühlung aller beteiligten Improvisationsmusikerinnen in ihrer doppelten Ausrichtung zu den anderen hin und zur Musik hin Voraussetzung für ein sich bildendes Miteinanderfühlen. Und jenes wiederum ermöglicht erst das zusammenhängende Wachsen der gemeinsamen Entscheidung zu einer gemeinsamen Ausdrucksform. Zusammenfassend, unter der Voraussetzung, dass zwei oder mehr Spieler imstande sind, gemeinsam Entscheidungen im Sinne der genannten oder weiterer Arten zu fällen, kommt es, ohne die individuellen Stimmen vollkommen aufzulösen, zu einer gemeinsamen Stimme. Das musikalische Wir lässt sich nach den obigen Überlegungen als fundiert in einer Kombination aus gegenseitigem empathischen Hören und einem in per gemeinsamen Entscheidungen gemeinsam schaffen verlaufenden empathischen Akt verstehen, der ein Miteinanderfühlen ermöglicht und trägt. Das markiert jetzt einen Zustand, den wir nicht als Auflösung des Selbst zu denken brauchen. Das sage ich einfach so oft, weil das so oft im Diskurs der Musiker untereinander geschieht. Aus dem Flow heraus in die Verschmelzung. Sondern als Selbstvergessenheit oder, wie Anthony Gritton es nennt, als Dezentrierung verstehen können. Sich im Wir eins mit dem anderen zu fühlen oder mit der Musik ist somit eine Errungenschaft, die sich auf dem kontinuierlichen Herstellen eines Miteinanderfühlens per gegenseitige Empathie aufbaut. Es ist kein Einsfühlen im Sinne einer ontologischen Verschmelzung, sondern der Zustand einer intersubjektiven Einheit, die individuelle Autonomie beinhaltet. Und hiermit gelangen wir zu dem ursprünglichen Bild des reifen musikalischen Miteinanders zurück, das das Anfangszitat von Angelika Krebs entwarf. Das künstlerische Erforschen musikalischer Empathie mittels und in der freien Improvisation führte also einerseits zum Entdecken und Verstehen dieses Miteinanderfühlens als besondere Qualität des Wir, die Alfred Schütz nur andeuten konnte und die in der Musikwissenschaft und Musikästhetik noch weitestgehend, kaum vorkommt, unerforscht ist. Und es führt musikpraktisch zur Fähigkeit, dieses Miteinanderfühlen nicht über jahrelanges Üben im Ensemble, sondern innerhalb kürzester Zeit bei Erstbegegnungen zu erreichen, in der, wie wir es jetzt nennen, relationalen Improvisation. Vielen Dank.